Schlacht von Murten wäre fast im Regen versunken. Die Premiere vom Freilichttheater 1476 ist wegen dem Dauerregen am Schluss für die Schauspieler zum Härtetest geworden. Die haben aber tapfer durchgehebt. Unter ihnen auch die bekannte ehemalige Lunik-Sängerin Jael, die gleichzeitig ihre persönliche Premiere als Schauspielerin gefeiert hat. Es war lustigerweise Backstage fast schlimmer als auf der Bühne, weil dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass davor meine Schuhe von unten schon anfangen nass werden und so, und das Kleid, das ist ein rechtes Gewicht und so. Aber auf der Bühne konnte ich es total geniessen, das Gefühl, dass es total gut passt zu dieser Stimmung, zu dieser Schlacht. Angefangen hat der Theaterabend ein paar Stunden vorher bei bestem Frühlingswetter. Die Premiere-Gäste haben sich mit der Aussicht über den Murtensee und Köstlichkeiten aus dem Mittelalter eingestimmt. Genau auf dem Boden, wo vor über 500 Jahren die Eidgenossen siegreich gegen die Burgunder gekämpft haben. Ein Stoff ganz nach dem Gusto vom Bundesrat Uli Maurer. Es war ein Freiheitskampf der Schweiz gegen Karl der Kühne, der eigentlich ein Vereinigtes Europa wollte. Und in dieser Geschichte sind wir eigentlich immer wieder die kleine Schweiz freiheitlich und unabhängig gegen Ideen, die ein zentrales Europa wollen. Und von dort her hat eigentlich die Schlacht von Murten und ihre Geschichte nicht die Aktualität eingebüßt. Im Zentrum stehen zwei Kriegsherren, der Karl der Kühne, der sein Burgunderreich vergrössern will, und der Adrian von Bubenberg, der die Unabhängigkeit der Eidgenossen verteidigen will. Dazu kommen zahlreiche weitere Personen, teilweise historisch beleidigt, teilweise auch dazu erfunden. Es wird keine reine Reinszenierung geben von der Schlacht, sondern wir wollen zeigen, wie es zu dieser Schlacht kommen konnte. Und was ist nachher in den Köpfen dieser verschiedenen Leute abgegangen? Ich meine, das war Krieg, das war keine schöne Situation. Es war viel Leid und Not herum. Angefangen vom einfachen Soldaten über die Bevölkerung, die alle irgendwie involviert waren. Die Absicht der Macher ist gut gemeint, funktioniert aber nur teilweise. Durch die vielen Handlungsstränge wird das Stück teilweise recht zähflüssig und zu textlastig. Wer viel Action mit Soldaten, Schwertern und Ross erwartet, dürfte eher enttäuscht sein. Die tolle Atmosphäre am historischen Ort macht aber einiges wett, sofern das Wetter mitspielt.